gefehlt huet den Tüsson tschen de senge Hyundai Sports Utility Vehicle Brider e bisse nivellier das gesinn. Als e Bestseller Modell an Europa präsentierten sie awer lo no engem Facelift an engem neigezeichneten Design, wobei se ihre Tüschen awer nach a Grenze gehalen goufen. Die fichten Deel mat engem neue Kaskadegrill an de Full LED Scheinwerfer markéieren noch dünner Schrift vun der Mark. So wie die Hönneschluchten, die lo an der LED-Technik auch mehr schmuel gezeichnet goufen. Den Tüsson gouf net radikal modifiziert, mehr gouf modernisiert. An huet auch weiter auf Format gewonnen. Lo gouf net nemmen im passendsten Design geschafft, mehr auch unter Ambiente an dem Equipement. Den Interieur gefällt und als gut verschafft auf für allem übersichtlich konzipiert. Mit wenig Knäpperchen und sogar mit der Struktur vom Menü vom Infotainment, der wo als Schofer sich noch kürzester Zeit zurechtfanden. Den Tableau de Bord, also lo mit einer Soft-Touch-Fläche überzugehen, erfüllt sich auch mehr agréable. Auch die letzte Fuhr- und Sicherheitsassisten vom Hyundai Smart Sense Programm sind am neuen Tucson angebaut, also konform mit den nächsten europäischen Sicherheitskriterien. Für eine zeitgemäß Konnektivität steht den an der Mitte vom Tableau de Bord platzierten Touchscreen mit einer guten Bedingungslogik. Und mit Apple CarPlay, Android Auto und einer kabellosen Station für den Handy abzulöten. Auch beim Kehrsteg von einem Interieur hat Hyundai sich keine Schwäche gelegt. Tisch von den Sitzen ist gut berechnet, sodass einem bequemen Reklamen nicht am Weg steht. Doch für Platz 4 wie Hand dran ist perfekt. So wie 2 Großpersonen haben dran genug Platz für Kap und Knie holen. Mal kann noch mit 502 bis 1492 Liter Ladevolumen sich bei der Konkurrenz weisen. Auch im Vorverhalten dürfen den Durchschnittschauffer nicht zu kritisieren haben. Die 4 Meter an der 40 langen Tüsson wird klassentypisch equilibriert, an der auf der Autobahn wie auch im knubbelischen Pavé. Er lädt gut an der Hand, ohne aber den Punkt flink zu erstreichen. Suspension sowie auch die ganze Aufstimmung vom Fuhrwerk an den Längenradstand von 2,67 Meter drohen noch zu einer bequemen Reise bei. Ein sportliches Fuhrwerk oder eine adaptive Suspension dürfen wir als nächstes auf der Preisliste zu fangen. Mir ist so ein, wie ich, die auf der Fuhl Altschofer heim am Standardprogramm zufrieden sind. Das gilt im Prinzip auch für den Motor, den an unserem Testauto lag. Ein neues E,6 CRDI Aggregat, schon mit der neuen Euro 6D Temp-Norm, den aus dem Programm von 4 Runden, den E,7 an 2 Liter ersetzt. Er bietet eine Leistung von 136 PS und am Zusammenspiel mit der 7-Gang-Dürbel-Kupplungsboot an der Kraft von 320 Newtonmeter und Drehmoment ein Lichtspiel hat für mit diesem 1,6 Tonnen schweren Sports-Utility-Vehikel mit Allrad-Undriff umzugehen. Ein Diesel, der gut durchzieht, ein friedliche Schraube weist, aber durch sein Gewicht von 1,6 Tonnen auch ein bisschen Tendenz zum Schlecken hat. Unser Verbrauch hat so zwischen 7,5 und 8 Liter Sprit gependelt. Die Hyundai Tucson kann nur seine Auffrischungskur gut gelaunt an seine neue Lebensphase erholen.